Ein Thema, das uns sehr stark beschäftigt, ist die Frage der Wohneinbruchskriminalität. Es ist ein Thema, das wir nicht kleinreden dürfen, wo wir auch nicht von vornherein sagen können, Herr Kollege Fechner, gibt es keinen gesetzgeberischen Handlungsbedarf. Wenn in eine Wohnung, in ein Haus eingebrochen wird, verletzt das die Menschen in ihrer unmittelbaren Intimsphäre. Sie sind verunsichert, sie haben in den eigenen vier Wänden, die ihnen eigentlich Schutz geben sollten, besonders Angst und fühlen sich unsicher. Deswegen steht ein Wohneinbruchsdiebstahl in seiner kriminellen Energie einem Raub oder einem Meineid in nichts nach. Und deswegen bitten wir darum, dass wir gemeinsam den Wohneinbruchsdiebstahl zum Verbrechen erklären, dass es keinen minderschweren Fall gibt, sondern dass der Rechtsstaat deutlich sagt, wenn eine Wohnung einbricht, begeht eine schwere Straftat. Es ist auch wichtig, damit wir den Ermittlungsbehörden die richtigen Instrumente geben können. Einen Zugriff auf Verbindungsdaten, auch bei Wohnungseinbruchsdiebstahl. Wir müssen uns auch überlegen, ob wir Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen im Falle der Wohnungskriminalität einführen, um die Menschen effektiv zu schützen, die Aufklärungsquoten zu erhöhen und damit diesem Phänomen sehr gültig den Kampf ansagen können.